Amanda und ich haben heute für euch drei Workouts mitgebracht. The first one. Für den Oberkörper. The second one. Für die Beine. And the third one. Für den Rumpf. Gemeinsam werden wir mit euch mit Kurzhanteln den ganzen Körper aktivieren. Wir starten mit Floor Press, gehen über in die Bent Over Row und wir enden mit der Military Press. And I'm so excited. Let's go. Und jetzt zeigen Amanda und ich euch die erste Übung, den liegenden Floor Press. Diese Übung ist für die Brust, für den Latissimus und für unseren Trizeps. Wir starten in der liegenden Position, winkeln die Beine an und ganz wichtig hier, achtet auf euren Rumpf, spannt ihn an, damit der untere Rücken bündig ist. Nehmt die Kurzhantel, 45 Grad von eurem Oberkörper abgespreizt und dann beim Ausatmen werden die Kurzhanteln nach oben gedrückt. Einatmen beim Runtergehen, schön kontrolliert nach unten, nach oben. Hiervon macht ihr 10 bis 12 Wiederholungen. So, jetzt geht's zur zweiten Übung, dem Kurzhantelrudern. Wir stellen uns schulterbreit hin, leicht in die Kniebeuge, Oberkörper nach vorne, die Brust raus. Wir nehmen die Kurzhanteln und ziehen sie zur Brust, schön die Schulterblätter zusammenziehen. Wieder beim Ausatmen die Kurzhanteln ranziehen und das Kinn zur Brust. Auch hier 10 bis 12 Wiederholungen. Und die Atmung nicht vergessen. So, und jetzt kommen wir zu unserer letzten Übung in diesem Oberkörper-Workout, dem Military Press. Amanda zeigt euch, wie es geht. Ihr nehmt die Hanteln, stellt euch wieder schulterbreit hin, wieder Rumpf anspannen, den Rundrücken vermeiden, damit ihr schön aus den Schultern drückt. Diese Übung ist primär für eure mittlere und vorderen Schultern, also den Deltoideus und gleichzeitig den Trizeps. Und ihr drückt und zieht die Ellbogen nach oben. Und auch hier wieder drei Sätze, 10 bis 12 Wiederholungen. I hope you enjoyed it as much as we did. Und jetzt seid ihr dran. Für weitere Fitness-Tipps und die passenden Outfits dazu, geht auf sport2000.de.